könnten Potenzial hier. Wir könnten eigentlich noch mehr Getreide transportieren, wenn wir wollten. Personenverkehr haben wir ja auch. Oh, was sehe ich denn da? Linie 6. Wie viele Leute passen da rein? 56. Okay, das ist voll. Okay, krass. Dann könnten wir ja sagen, dass wir uns mal an eine nächste Güterkette wagen. Oder wir bauen den Personenverkehr erstmal aus. Oh, die nächste wäre erst da hinten. Was? Erdfunkstelle? Was? Was ist eine Erdfunkstelle? What the fuck? Hä? Lol. Genau, jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, ob hier irgendwelche. Ob wir hier irgendwelche Ortschaften haben, die in meiner Nähe sind. Elfte, Odling. Seehaupt? Ne, sagt mir alles gar nichts. Das Dumme ist halt, wir haben halt immer noch. Oder sagen wir mal, nur Dampfloks. Weshalb wir nicht arg schnell sind. Was ist das? Gibt's das Ding wirklich? Das ist doch ein Schienenfahrzeug, oder? Gibt's das wirklich? Die Lokomotive, die geheimhin als Bipolar genannt ist, war eine der interessantesten und komplexesten, die jemals entwickelt wurden. Sie besteht aus nicht weniger als drei gelenkigen Verbunden. Das sind 14 Räder. Warum? Warum macht man sowas? Gibt's die wirklich? Die muss ich mal kurz googeln. Milve? Klasse? EP2. Die gab's wirklich. 5 Stück wurden davon gebaut. Einsatz. Design, bla 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 bla. Olympian vereinfacht. Ja, sag doch mal, wo die herkommen oder wo die eingesetzt wurden. In den USA, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ja ein Gerät. Holy shit. Aber wir haben auch immer wieder Geld, das wir zurückzahlen können. So. Wir machen anscheinend ja gut Plus, muss man sagen. Oh ja, 4 Millionen pro Jahr. Wenn wir keine Ausgaben haben. Das ist schön. So, wie sieht's hier aus? Vergrößerung geplant, haben die schon vergrößert? Die haben schon vergrößert, okay. Ah, ja, stimmt hier. Das Häuschen hier. Und auch größere Lager. Okay, es ist cool, dass es so schnell geht. Und die hier vergrößern dann gleich in 3 Monaten. Will ich mal kurz angucken. So,
2 Monate noch. Kühdorf. Das heißt, genau zum Jahreswechsel vergrößern die. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, mal gucken. Größere Lager auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Oha, okay. Ich kann jetzt auch schon Flughäfen bauen. Ab diesem Jahr. Hallo? Aus jetzt. Produktion. Die Produktion steigt ja an und steigt und steigt. Okay, sie verarbeiten auch immer schneller, wie man sieht. Oh, da sind mittlerweile zu wenig drauf. Da müssen wir einen zweiten Zug drauf schicken. Jetzt 2, 4, 5. Ja, elektrisch will ich noch nicht. Ja, nehmen wir mal den hier. Das war die Linie, die da. Mal kurz schauen, dass sie etwa gleich sind. Der nimmt nur 14, was nimmt der? Der nimmt 60, okay. Also wir sehen hier, der Ausbau ist auch wirklich schön. Jetzt sieht man wirklich, dass die Fabrik wächst nicht so wie bei Train Fever. Da hatte ich ja, oder da war ja immer mein Gedanke, dass ich da eine Güterproduktion zu oder zu möglichst vielen Städten liefere, damit ich einfach ja eine große Güterproduktion habe an diesem Werk. Das größte, was ich mal geschafft habe, war mal 1400 war, glaube ich, mal das Maximale, was ich mal geschafft habe. Und ja, da war halt echt Güterverkehr ohne Ende. Ich glaube, da habe ich ja sogar mal ein Video hochgeladen, bin mir da aber nicht ganz so sicher. Doch, ich glaube, Straßenfahrzeug hat das Endjahr erreicht. 20 Jahre werden die bloß. Na gut, es lohnt sich aber nur nicht, da einen neuen zu kaufen, sondern ein bisschen weiterfahren. Ist das die gleiche Linie? Nee, Gott sei Dank. Aber es scheint hier die Warum lässt es die Produktion nach? Ah, okay, pumpen die vielleicht richtig auf ganz am Anfang, wenn eine neue Stadt angeschlossen wird? Obwohl, hier ist ja auch bloß... Ja gut, wenn man das mal so anguckt, die gehen bloß bis da. Was? Verstehe ich schon. Oh, 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 oh. 91? Okay. Und der greift jetzt so gut wie auf jeden zu. Wo ist denn hier der Name? Hier, Alun. 72, das merkt man.
das muss man sagen, das merkt man. Ja. Der ist vielleicht doch ein bisschen dumm platziert. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, dass wir hier... Ja, wo ist denn unser Zug? Der ist ja voll mit zwei... Und da stehen immer noch... Dass wir hier mal einen neuen Zug kaufen. Was, wo ist er denn jetzt? Da... Komm her. Das ist die langsame Lok. Werde ich aber mal noch nichts kaufen. So, jetzt haben wir kein Darlehen mehr. Das finde ich schon mal gut. Okay, hä? Ich verfolge den falschen Zug. Wo ist denn der Passagierzug? Da, der steht jetzt gerade drin. Ja, da muss trotzdem nochmal was her. Was? Nee. Die da war es, genau. Passagiere. Der war es. 1, 2, 3, 4. Nicht genügend Geld. Ja, leihen wir uns wieder was. Ich glaube, 5 waren da dran. Jetzt haben wir den erstmal wieder zurück. Gesamt minus? Hä? Wie? Hä? Verstehen. Linie zuweisen, das ist die. Die? 7 oder die 6? Die 6. Halt, stopp kurz, wart kurz. Hier die Passagiere aufnehmen. Ja, jetzt können wir hier mal zuschauen. Fahren wir mal eine Fahrt mit. Also die Musik muss man sagen, passt wirklich zum Spiel. Ja. Habe ich ja noch nicht wirklich was zur Musik gesagt, aber ich finde wirklich, dass sie zum Spiel passt. Hat irgendwas von Simulation, ich kann euch nicht genau sagen was, aber es hat einfach was von der Simulation. Da kommt unser Gegenzug. Ne, das ist ja wieder so. So. Da ist unser Gegenzug. Okay, ich habe die doch gleich losgeschickt. Okay, der musste da wahrscheinlich warten. Aber wir erreichen die 100 Stundenkilometer, das ist schon mal schön. Okay, nein, die Bahnübergänge gehen gar nicht. Beim besten Willen nicht. Was soll das? Autosave wahrscheinlich. Also hier, bam. Ja. Sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Okay, diesmal ist unser Gegenzug. Okay, wir haben uns nicht wirklich in der Mitte getroffen.
aber da die Strecke ja von Personen und Gütern verwendet wird, sehe ich. Okay, das ist. Der Personenzug fährt jetzt gerade erst aus dem Bahnhof raus. Wir sind da überhaupt nicht in der Mitte.